Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe mich gegen die Felsen und für die Palmen entschieden. Heißt, die Absperrung wird mit Palmen und Glas vollrichtet. Allerdings bin ich noch am Überlegen, welches Glas. Wir haben ja einmal das normale, ne, das ganz durchsichtige Glas von beiden Seiten und dann haben wir einmal das verspiegelte Glas von der anderen Seite. So, meine Frage ist jetzt, wie reagieren die Tiere, wenn die hier in diesem Gehege sind, auf die anderen Tiere? Beziehungsweise andersrum, müssen wir dann eigentlich von beiden Seiten verspiegeltes Glas haben oder ist das irrelevant und es interessiert die gar nicht? Das sind die Fragen, die mich den ganzen Tag beschäftigen. Jetzt weiß ich mal, was so in meinem Kopf vorgeht. Und die andere Frage ist, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Pass auf, wir machen hier eine Abtrennung rein. Ne? Dann setzen wir das Glas hier hin, verspiegelt von einer Seite. Ich weiß nicht, wie die KI hier tickt in diesem Spiel. Ja, wir haben ja von der Seite hier unverspiegeltes Glas, von der Seite verspiegeltes Glas. Heißt, die Tiere können nicht rausgucken, aber die Menschen können reingucken. So, soweit funktioniert das auch. Aber wie ist es, wenn die Menschen hier reingucken können? Pass auf, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und von der Seite hier, also beide Seiten sind unverspiegelt. Und von der Seite gucken die Tiere dann theoretisch auf das verspiegelte Glas oder nehmen die das nicht wahr, weil das ein Gehege ist? Das ist eine sehr komplizierte Frage und ich glaube, die kriegen wir nur beantwortet, wenn wir es einfach mal machen. Ich würde hier erstmal unverspiegeltes Glas reinsetzen. Hat den einfachen Grund, weil das besser aussieht. Ne? Weil dann sieht das wirklich nach Urwald aus und man nimmt nicht so die Grenzen wahr. Sollte es trotzdem irgendwelche Komplikationen geben, dann können wir natürlich ohne Probleme das Glas austauschen. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe mich tatsächlich für diese Palmen hier entschieden, weil die einen relativ dicken Stamm haben. Wir haben drei verschiedene Palmen und die sind alle ungefähr gleich dick. Also, ne, die haben zwar ein bisschen dickeren Stamm, aber ich vermute mal, dass diese Dicke erstmal reicht. So, jetzt werden wir den hier von der Gruppe trennen und dann geben wir hier in der Bauabteilung natürlich, wir geben hier ein Glas ein und wir nehmen Einwegspiegel, ich möchte ganz normales Glas haben, ganz normales, durchsichtiges Glas, wo man durchgucken kann, tatsächlich, ja, danke. So, wir haben hier 4x2 Meter, 4x4 Meter. 4x4 Meter und warte, jetzt müssen wir gucken. Also, wir nehmen hier erstmal weg und dann nehmen wir das. Entschuldigung, danke. Und das nehmen wir auch weg, beziehungsweise setzen das jetzt erstmal um, weil ich möchte gerne die Mitte behalten, damit wir so einen Anhaltspunkt haben. So, wie setzen wir das jetzt? Wir haben hier eine Biegung in dem Glas, ja, aber guck mal, die Palme deckt das komplett Glas ab. Tatsächlich. Krass. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen runtergehen. Und dann gehen wir nämlich hier. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. So ungefähr. Ja. In der Höhle müssten wir eigentlich genug Spielraum haben. Wir haben ja dicke Felsen hier. Ja, passt alles perfekt. Super. Mein Problem ist jetzt gerade, die sind nur maximal 4, ne? Breit. 4 Meter breit. Das heißt, wir müssten alle 4 Meter eine Palme setzen, ne? Ja, gibt es vielleicht auch noch ein längeres Glas? So 6 Meter oder so? Das wäre natürlich noch sensationeller. Ich schaue mal ganz kurz nach. Es sieht aber nicht danach aus. Wir haben hier nur die 4 Meter Elemente. 1 Meter Wand. Ja, okay. 1 Meter hoch. Darf man ja nicht vergessen, ne? Die kann ja trotzdem länger sein. Ja, sind sie nicht. Ich glaube, Maximum ist auch 4 Meter. Weil die Gebäudeteile alle 4 Meter sind. Ja, okay, das würde Sinn ergeben. So, dann setzen wir die jetzt mal hier hin. Hier dran. Et voilà. Haben wir schon mal. Moment. Der geht da rein. Sehr gut. Oder? Ja, der geht auf jeden Fall da rein. Auf jeden Fall. So, nächste Palme setzen wir dann. Das Schöne ist, die Palmen fallen nachher nicht mehr auf. Dass das alles dieselben sind. Weil wir setzen ja hier jede Menge Bäume noch vor. Ne? Deswegen, ich habe die nicht kopiert. Ich habe die einfach rausgezogen, ne? Könnte sein, wahrscheinlich, ja. So, nächste Palme setzen wir dann hier dran. Ach, guck mal, die hat sogar einen schöneren Stamm.
Die hat aber einen sehr, sehr schöneren Stamm. So, passt das? Nee, passt nicht, weil wir müssen die noch ein bisschen drehen, damit das hier nicht so durchglitschmäßig ist. Noch ein bisschen zurück. Und das sieht doch gut aus. Gut, 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 gut. Ja, ja, passt. So, jetzt, ach so, du bist ja noch in dem Gebäudeteil drin. Das können wir dich auch mal... Obwohl, wir können eigentlich theoretisch gesehen das hier als ein Objekt machen. Dann haben wir noch die nächste Palme. Die ziehen wir dann hier hin. Die hat auch einen dickeren Stamm. Das ist sehr schön. Dann ziehen wir dich mal hier hin. Dann brauchen wir Glas. Das setzen wir da rein. Und, oh, warte mal, wir müssen von der Seite noch gucken. Aber dürfte eigentlich keine Komplikation geben. Nee. Und hier, dich trennen wir erstmal von der, ach, dich trennen wir erstmal von der Gruppe. So, jetzt haben wir's, die kleineren Palmen, ne? Die haben dickere Stämme als die große. Der sieht gerade komisch aus, ne? Diese geht wie so eine Orgel runter. Machen wir anders. Machen wir anders. Wir setzen jetzt... Moment. Dich dahin und dich dahin. Ja, guck mal, passt sogar hier mit den Blättern. Das ist schon ganz gut. So. Und dich ziehen wir dann hier hin. Perfekt. So. Theoretisch könnte ich jetzt Copy-Paste alles mäßig machen. Ne? Also theoretisch würde das jetzt so gehen. Dann hätten wir aber immer dasselbe Muster. Was natürlich blöd ist. Dann machen wir das anders. Wir können das jetzt theoretisch gesehen löschen. Ja. Weil dann nehmen wir jetzt erstmal die beiden hier. Kopieren uns die einmal rüber. So. Wieso verzieht er den denn so? Hä, wieso verzieht er den denn so? Weltachse? Bitte sag mir jetzt, dass die Weltachse richtig ist, wenigstens. Ja, die Weltachse ist richtig, okay. So. Passt. 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 Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wir das hier regeln mit dem Fluss. Also theoretisch setzen wir bis hier eine Palme. Ich drehe die mal ein bisschen. So. Okay, wir müssen hier ein bisschen anders machen. Oder, wir machen hier eine 2 Meter Glasscheibe hin. Guck mal kurz, ob wir da eine 2 Meter Glasscheibe reingedrückt bekommen. So. Gibt's auch eine 3 Meter? Nee, ne? Weil 2 Meter ist schon ein bisschen nah. Aber geht. So, dann brauchen wir dich einmal hier drüben. Habe ich die jetzt richtig verschoben? Weil wir müssen ja auf Weltachse, ne? Weltachse, ja, ist richtig. So, und jetzt brauchen wir ein Gatter. Ein Gitter. Oder... Wir nehmen einfach das hier, was wir hier unten haben. Das hier. Das. Das ist ein Zaun, ne? Warte, wir gucken mal ganz kurz nach. Aber es müsste eigentlich ein Zaun sein. Hallo? Ich würde gerne... Genau, das ist ein Zaun. Australischer Zaun. Den könnten wir nehmen. Oder... Wir setzen da Bambus rein.
könnten da Bambus reinsetzen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Warte, wir gucken mal kurz nach. Bambus. Wir müssen doch in die Bauabteilung. Bambus. So, da haben wir dünn bemalt. Nee, wir nehmen dick bemalt. Wir machen nicht wieder diesen Fehler. Okay, warte mal. Wir müssen die jetzt einmal drehen. So 6 Meter, nee. Dann brauchen wir 2x4 Meter wahrscheinlich, ne? Auch nicht. Okay, krass. Und 2 Meter vielleicht? Ja, wir können die ja noch ein bisschen reinschieben, dann müsste das passen. So, wir sind auf der Weltachse unterwegs. Machen hier. Sollen wir das oben auch abmachen als Abschluss? Theoretisch könnte ich hier auch überall Bambus-Dinger hinsetzen. Ja, klar. Könnte ich machen. Ich kann es aber auch lassen und lasse das mit den Palmen. So. Wie machen wir das jetzt? Wir könnten jetzt hier. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie klein die Bonobos sind. Würde auch gehen, ne? Würde auch gehen. Und dazwischen dann Glasscheiben. Das würde auch gehen. Theoretisch gesehen. Können wir die hier oben platzieren? So als Abschluss sieht das gar nicht mal so doof aus. So. Und dann brauchen wir 2 Meter, ne? Richtig. Ich finde das gar nicht mal so hässlich mit der Bambusstange da oben. So, wie lösen wir jetzt das Problem? Wir sind auf der Weltachse unterwegs. Da sieht man mal, welche Tasten ich benutze. So. So. Da hätten wir dann. Wie machen wir das? Warte mal, Glasscheiben kann man ja jetzt später noch dazwischen setzen. Wir müssen ja erstmal überlegen, wie wir das hier unten jetzt regeln. Bambusstangen. Ja, natürlich. Bambusstangen. So, die Lösung gerade. So. So. Wir müssen ja auch gewährleisten, dass die Tiere da unten nicht durchschwimmen. Ja, so, jetzt kann das Wasser hier fließen. Wir brauchen aber noch einen Zaun. Wir brauchen noch irgendwas Dünnmaschiges. Sowas zum Beispiel. Dass die Tiere da nicht durchkommen. Weil Tiere sind ja sehr, sehr clever, ne? Die werden sich da durchwuscheln sonst. Den kann man färben, theoretisch sogar noch. Sieh mal einer an. So. So und so.
Sollen wir die nach oben auch ziehen? Die Maschen? Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Weil so ist auf jeden Fall gewährleistet, dass da kein Tier durchkommt. Ja, wie mache ich das denn da am besten? Weil ich habe immer hier so ein kleines... Wie machen wir das jetzt hier am besten? Okay, das ist Maschendrahtzaun, Tafel 01. Tafel 01, Tafel 01, Tafel 01. Okay, wir haben hier 4x4 Meter. Weil dann können wir doch theoretisch... So, nehmen wir einmal einen 2 Meter... Genau, dann machen wir hier einen 1 Meter. 2x 1 Meter. Okay, das ist 2 Meter, das ist 2 Meter. 1 Meter. Ja, okay, dann kommen wir vom Gleichen aus, dann können wir das auch so machen. Dann nehmen wir hier einen 4 Meter und so, dann können wir nämlich hier, setzen wir denn den 0,5er hin. Oh, der passt genau dazwischen, ne? Okay, das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Muss halt nur gucken, dass die Maschen schön miteinander passen. So. So, sind wir gleich schon durch. Noch eine, ne? Hier unten haben wir irgendwie so ein Doppelchen. Okay. Dieser Sound, ey. Der macht mich echt fertig. So. Und hier haben wir nochmal, ne? Ja. Ah, ärgerlich da unten. Ärgerlich. Dann nehmen wir die hier. So. Drehen wir die einmal. Einmal. Nein, falsche Taste, falscher Pfeil. Und zwei. Ne, und theoretisch kann man das später nochmal umfärben. Ich bin echt am Überlegen, ob wir vielleicht einen Bambus so einen braunen Ton machen. Ist das besser? Theoretisch schon, ne? Ich ändere da auch mal die Farbe. Wird man jetzt nicht so wahrnehmen. Ne, so einen großen Unterschied macht das jetzt nicht, aber... wieso kann ich dich jetzt nicht auswählen? So, so. Und wir müssen auf die Weltachse, ne, sonst sind wir wieder verschoben. So. Müssen wir den wahrscheinlich noch mal ein bisschen drehen.
So, ne? Nee. So. Was hat denn hier noch? Das passt noch hervorragend. Ja. Schön. Dann nehmen wir jetzt die kleine. Wieso kann ich hier das Glas nicht auswählen? Ah, okay. Vielleicht habe ich das ausgewählt. Das ist wieder so ein Grafikfehler. So, kopieren wir uns die zweimal. Dann würde ich gerne wieder die große nehmen. Na. Ach so. Das ist so komisch. So. Dann könnte sein, dass die hier im Weg ist. Es könnte sein. Würde auch wahrscheinlich so passieren. So, einmal kurz gucken. Ein bisschen drehen. Drehen. Ein bisschen zurückdrehen. So. Dann haben wir hier wahrscheinlich das hier wieder, ne? Okay, können wir hier vielleicht doch so einen 4 Meter? Passt, ne? Oh, Gott sei Dank. Okay. So, jetzt kann die... Ne, die braucht ja nicht weg. Können wir nur ein bisschen umpflanzen. Und die drehen wir am besten so, dass die dann so. Dann brauchen wir auf der anderen Seite, nehmen wir die kleine hier wieder. Und jetzt können wir uns doch theoretisch dieses Konstrukt kopieren. Weltachse. So, jetzt müssen wir gucken. Ich vermute mal, das waren die... Ja, okay. Das passt auf jeden Fall. Dann können wir nämlich die hier wegmachen. Hatten wir hier nicht diese kleinen Elemente drin? Anscheinend nicht, ne? So. So. Und Weltachse ist aktiv. So. Sieh mal einer an. Dann würde ich jetzt gerne nochmal die hier auswählen. Habe ich Weltachse? Nein, habe ich natürlich wieder nicht. So, Weltachse. Einmal. So, diese Palme ist hier voll Kanne im Weg. Die stellen wir dann hier hin. Und nun... So, Weltachse. Warte mal, wenn wir die jetzt hier hinziehen... Da müssten wir dann so einen kleinen Knick machen, ne? Ich guck mal kurz. Glas brauchen wir. Glas brauchen wir 2 Meter. Das hier. Dann.
So, 2 Meter reicht aber nicht ganz aus, ne? Brauchen wir doch die 4 Meter. So. Warte mal, wir müssen das ja noch ein bisschen drehen, ne? So. Könnte ungefähr passen. So, dann gucken wir mal hier, Weltachse. Ah, passt sogar fast. Guck mal, wir kommen fast mittig rein. Müssen wir noch mal ein bisschen zurückdrehen. Nur ein klein bisschen. So. Dann setzen wir das hier wieder mittig. Ich glaube, ich habe das zu weit zurückgedreht. So. Ich glaube, ich habe das zu weit zurückgedreht. Definitiv. Na, ja, ein bisschen. So. Müssen wir nochmal kurz zurückschieben. Das ist jetzt ein klein bisschen Friemelsarbeit. Sehr schön. Hier ist auch mittig. So. Jetzt müssen wir gucken. Also, wir sind hier. Könnten theoretisch hier nochmal so eine 2-Meter-Scheibe reinsetzen. Theoretisch könnten wir das machen. Dann wäre ich hier. Könnten wir hier noch ein bisschen weiter rein. Da könnte ich hier hin. So, was passt hier für eine Palme rein? Theoretisch genauso eine Palme, wie wir da stehen haben, ne? Damit die sich nicht in Quere kommen. So. Drehen wir aber. Aha, aha, aha. So, und dann brauchen wir Bambus 2 Meter. Bambus 2 Meter. Bambus dick bemalt 2 Meter. Genau, da ist dann wieder die Weltachse. Stell die mal kurz ein bisschen um. Ich kopiere mir die nochmal. Ich würde die gerne auch hier haben wollen. Nein. Ich hätte gerne die einmal hier ein bisschen. Ah, danke. So, und einmal drehen. Oh ja. So, die drehen wir uns auch noch ein bisschen, so leicht schräg. Ich bin echt noch am Hader mit mir mit grün oder braun. Die Unterteilung gefällt mir echt gut. Ich bin sehr froh, dass wir nicht die Felsen genommen haben. Mit dem Bambus oben gefällt mir auch, aber ich vermute mal, dass wir in der nächsten Folge dann das hier alles braun färben werden. Das ist ja ein kleiner Akt. Nur ich lasse mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen. Guck mal, von hier hinten. Ja, gut, wenn der Bambus jetzt nicht wäre. Aber ich finde... Weil wenn du hier bist, ne? Und du hast hier keinen Bambus drauf. Das sieht doof aus, ein bisschen. Weiß nicht. Da fehlt mir was. So, und wenn ich da Bambus draufsetze, nimmst du das halt mehr wahr von hier aus, ne? Aber guck mal, die Palmen und so, die Anordnung. Schauen wir mal von der anderen Seite. Wir müssen ja immer beide Seiten betrachten. Alter, ich war jetzt gerade echt am Überlegen, wo ich die Grenze habe. Junge, Junge, Junge. Also spricht das schon mal für sich. So. Ja, in der nächsten Folge färben wir das um und machen weiter. Setzen hier ein paar Bäume noch hin, weil dann wird das noch
weniger auffällig. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören oder lass mal doch grün. Ich guck mal. Bis dann. Tschüss.